Ja, Flo, ein sehr bekanntes Gesicht. Mich persönlich freut es natürlich sehr, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen beim FC Wacker Innsbruck wieder. Dankeschön. Ist es ein bisschen wie Heimkommen? Ja, es fühlt sich einfach richtig gut und nach Heimkommen an. Ich habe eine Riesenfreude, dass ich wieder da bin und freue mich einfach auf die kommenden Aufgaben. Mhm. Du hast uns vor 2 Jahren in Richtung LASK verlassen, hast nachher international gespielt, bist jetzt dann in Altach gewesen und ja, bist wieder zurück. Schließt sich ein bisschen der Kreis? Ja, es schließt sich der Kreis. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht, habe tolle Spiele miterleben dürfen. Gerade speziell, wenn ich daran denke, in Istanbul, wo wir gespielt haben gegen Beşiktaş, ein richtig starkes Team. Das waren schon tolle Erfahrungen. Ich habe bei 2 richtig guten Trainern, denke ich, Erfahrungen sammeln dürfen. Und jetzt wieder heimzukommen mit der Erfahrung ist schon schön. Und wie du gesagt hast, schließt sich der Kreis damit. Die Fans haben ganz, ganz große Hoffnungen, dass du ähnlich wieder am Platz überzeugen kannst, wie damals, wo du uns dann verlassen hast. Wenn man das so anschaut, du hast die ja, athletisch enorm weiterentwickelt. Wie siehst du das? Ich habe ein bisschen Zeit gehabt. Ich habe leider wenig gespielt, deshalb viel Zeit gehabt zum Trainieren im athletischen Bereich. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich immer schon meine Einstellung gewesen, einfach zu sagen, okay, körperlich muss man auf einem Top-Level sein, das ist die Basis, dass man dann am Spielfeld auch Leistung bringen kann. Ich denke, da bin ich wirklich sehr, sehr gut unterwegs und freue mich, wenn ich dann endlich die BSA wieder am Platz bringen darf. Jetzt ist es für jeden Spieler ein bisschen schwierig, wenn der eigene Vater Trainer oder hoher Funktionär ist in einem Verein. Und ich weiß natürlich, dass es schon, ich glaube, Überlegungen auf allen Seiten geben hat, ob das eine gute Sache ist, wenn der Sohn des Präsidenten da bei den Profis spielt. Wie stehst du zu der Sache? Ich denke, jeder darf seine eigene Meinung dazu haben. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich denke, schlussendlich werden wir beide daran gemessen, was wir an Leistung bringen, sprich ich am Platz und der Papa in Sachen von Sponsorenakquise oder was auch ich, auch alles, was er da zu erledigen hat als Präsident. Für uns oder für mich ist das eigentlich wenig Thema, denn wir sind beides eigenständige Menschen, wir sind beide erwachsen und wir versuchen beide in unserem Aufgabengebiet unser Bestes zu geben und dass das jetzt im selben Verein ist, ja, umso schöner. Mhm. Aber wenn du die letzten 2 Jahre nicht bei uns bist, ich weiß ja ganz genau, du im Herzen bist du ein Wackerianer. Du hast also den FC Wacker Innsbruck natürlich in den letzten 2 Saisonen ziemlich genau verfolgt, natürlich. Wenn du an die letzte Saison denkst, wie einen begeisterungsfähigen Fußball die gespielt haben, wie kannst du der Mannschaft weiterhelfen, dass es vielleicht noch ein Stück noch weiter oben geht? Ja, also ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht, der jungen Truppe zuzuschauen, wie befreit sie aufgespielt hat und wie sie sich einfach auf gut Deutsch oder auf gut Tirolerisch nichts geschissen hat. Das macht Spaß. Ich denke, dass vielleicht zum Teil einfach nur vorne das ein bisschen zu hektisch war. Ich glaube, da kann ich schon mithelfen, dass wir vorm Tor vielleicht mehr Chancen dann auch reinmachen und da ein bisschen ruhiger werden im letzten Drittel. Aber ansonsten einfach mit den Jungen vorangehen oder bei den Jungen eben mit den Jungen vorangehen als Führungsspieler, als jemand, der halt schon vielleicht ein bisschen mehr jetzt gesehen hat, sie an der Hand annehmen und dann den gemeinsamen Weg verfolgen. Okay, Flo, dafür wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Wir sehen uns. Danke.